Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Inni hier und herzlich willkommen zum ersten Uncharted 4 A Thief's End Remastered Let's Play auf der PlayStation 5. Freunde, es ist soweit. 6 Jahre ist es her, als wir dieses Spiel Let's Played haben. Ihr wisst, wie viel dieses Spiel für mich bedeutet, genauso wie Last of Us. Das sind meine 2 Lieblings-Let's Play-Reihen gewesen. Die Zeit ist so verflogen, ich kann mich noch so gut dran erinnern, wo wir Teil 4 das erste Mal bei mir in meiner alten Wohnung bei meinen Eltern gespielt haben. Und jetzt ist es einfach 6 Jahre später. Und ich freue mich einfach so sehr auf dieses Let's Play, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die, die damals schon dabei gewesen sind, können es jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben. Es ist wirklich einer der geilsten Spielreihen überhaupt. Und es kommt bald auch der Kinofilm raus zu Uncharted, auf den ich mich mega freuen werde. Und ja, ich kann es einfach nicht glauben, ey. Wirklich nochmal ein riesen Dankeschön an Sony, die mir den Code hier zur Verfügung gestellt haben. Und ich freue mich auf die Reise mit euch, Leute. Ich freue mich einfach drauf. Es ist schon so lange her gewesen. Ne? Guckt euch das alte Let's Play an. Wie lange ist es her gewesen, Leute? Und jetzt geht's wieder rein. Es wird ein phänomenales Let's Play werden. Und für alle Leute, die Uncharted noch nicht gesehen haben bei mir, freut euch auf eine richtig kranke Reise. Ich sag euch so, wie es ist. Es wird einfach nur geisteskrank werden. Die alten Teile könnt ihr euch davor auch gerne reinziehen. Die habe ich auch Let's Played auf meinem Kanal. Ist natürlich schon länger her. Der 4. Teil wurde jetzt neu remastered mit neuer Grafik, mit neuer Engine. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr krass werden, Leute. Wir sehen endlich wieder Nathan Drake wieder. Es geht wieder zurück. Sully, Elena. Wirklich, ich könnte Freudentränen kriegen. Ich meine es komplett ernst. Unfassbar, Leute. Unfassbar. Und ich würde sagen, wir starten rein. Uncharted 4, A Thief's End. Story. Und ich würde sagen, Spiel von PS4-Konsole importieren. Nein, wir gehen ein neues Spiel ein. Und ich freue mich jetzt gemeinsam mit euch auf diese Reise. Lasst einen Daumen nach oben. Da spiele die 10.000 Likes sind für die erste Folge. Das hat das Spiel verdient. Das Spiel ist so geisteskrank, Digga. Ihr habt Last of Us auch gefeiert. Das ist von denselben Machern. Und es wird einfach nur bombastisch werden. Freut euch drauf, Leute. Wir starten rein. Let's go. Wirklich krank, 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 dass wir das wieder zocken jetzt. Wirklich. Krass, also ich weiß, viele können das nicht nachvollziehen, dass man so eine Verbundenheit mit Spielen hat. Aber der Kanal heißt nicht umsonst viel Gaming TV. Und ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Und alles, was ihr seht, das ist real von mir. Es ist nichts irgendwie geschauspielert oder sonst irgendwas, irgendwie auf Krampf, dass ich jetzt hier weine oder sowas. Es ist einfach Nostalgie, es ist für mich ein emotionaler Moment. Und deswegen freue ich mich jetzt drauf, dieses Spiel mit euch gemeinsam zu zocken. Let's go. Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Henry Avery, 1694. Boah, Gänsehaut, Digga. Ey, es kommt sich fassen, ne? Es geht wieder los, Mann. Boah, ich kann mich noch ganz genau dran erinnern, die erste Mission. Wir sind hier auf dem Boot. Da ist er, Nathan Drake. Boah, guck mal, die Grafik, Alter, wie klar. Alter Schwede, sieht das geisteskrank aus. Festhalten! Nathan und sein Bruder Sam. Nathan, sie holen an! Ja, ich weiß, ich weiß. Dann gib Gas! Sam, ich fahr schon so schnell ich kann. Wow, es geht los, Leute. Wir zocken jetzt, let's go. Woohoo! Back in the business. Ich halte sie auf. Scheiße, scheiße, scheiße. Boah, guck mal das Wasser. Guckt euch das Wasser an, Leute. Drake ist wieder da, Alter. Nathan, come on. Ihre Boote sind kleiner. Rammen sie. Habe. Boah, Junge. Hör mal die Musik im Hintergrund. Did it. Woohoo! Wir gehen alle fliegen. Komm schon jetzt. Boah, diese Musik, Digga, im Hintergrund, ich krieg Gänsehaut. To Champions, mein bestes Video. Boom. Jawohl, Junge, komm schon, komm schon, komm schon. Nimm die alle mit. Hört die Musik im Hintergrund, hört die Musik. Jawohl, Junge. Boom. Wir sind wieder da, geht fliegen, ihr Schweine. Komm, 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 komm. Da links. Ja. Jawohl, Junge. Okay, komm, da hinten sind die anderen. Ja, links von links nochmal. Rahmen sie weg, Nathan. Rahmen sie weg. Wie Elena. Boom. Oha. Oh oh. Vorsicht. Vorsicht. Junge, was geht hier ab, Mann? Das sieht so krank aus wie ein Film gerade hier. Verdammte Scheiße. Oh oh. Wir müssen aufpassen. Aufpassen. Ausweichen. Eieieiei. Eieiei. Nicht das Boot. Boah, der Arme. Oh, oh.
Und ich glaube, das sollte so sein. Zum Aufsteigen X drücken. Hoch, 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 hoch. Oh, oh. Müssen unten bleiben. Wow, 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 die Schiffsschraube! Oh, oh. Ich komme, ich komme, ich komme! Ich komme, Sam! Okay! Bin okay! Shit, Motor im Eimer! Was? Ja, geil. Ich kümmere mich drum. Gib mir Deckung. Was soll ich machen? Geh Deckung. Vorsicht. Ganz ruhig, ganz ruhig. Haben wir. Boah, das Schießen so vermisst. Ist wie bei Last of Us, die Steuerung hier. 1, 2, 3 und go. Headshot, gib dem Headshot. Mann, ich muss wieder reinkommen. Ich muss wieder reinkommen, Freunde. Ich muss wieder reinkommen. Scheiße. Oha. Was geht denn da ab? Mach das Boot mal, Schiffstar. Nachladen, Dreieck. Kommen noch mehr. Oh, oh, oh. Vorsicht, schieß. Schieß, 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 schieß. Was sagt der Motor, Mann? Oh, okay. Junge, wir können aber gut zielen. Haben wir. Headshot. Let's go. Da ist noch einer am Leben. Bam, 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 bam. Haben wir. Let's go. Dreieck nachladen. Komm, Nathan. Es geht. Komm, ja, ja, ich bin dabei. Gib Gummi, gib Gummi, gib Gummi. Boah, die Insel, Alter. Woohoo. Ey, ist das geisteskrank. Genießt einfach den Moment. Genießt den Moment. Ah! Rechts, rechts. Nur man sieht gar nichts hier, Mann. Rahmen sie weg, genau so. Wir dürfen selber noch nicht dagegen knallen. Ah, rechts, rechts. Links. Rechts von dir. Oh, Scheiße. Woohoo. Nathan! Nathan? Weil noch ein kleiner Junge ist, stimmt. Nathan. Was sollen wir nur mit dir tun? Du bist die Standpauken bestimmt längst leid. Ich bin es jedenfalls. Und jetzt musst du das Wochenende hier bei mir bleiben, statt mit den anderen den Ausflug zu machen. Mir doch egal. Ja, das ist der Kern des Problems. Ich verstehe nicht, warum nur ich bestraft werde. Weil du den Streit angefangen hast. Er wollte mein Buch nicht hergeben. Ich hatte dir gesagt, lass die Bücher in deinem Zimmer. Du bist selbst schuld daran. Er hat trotzdem kein Recht, es mir wegzunehmen. Gibt das dir das Recht, ihn einfach zu verprügeln? Ja. Es ging nicht nur um das Buch. Nathan. Worum denn dann? Nichts. Ich heb's mir für die Beichte auf. Oh, es wird alles noch verfilmt werden, Leute. Es wird so geil, Leute. Freut euch auf den Film. Ich glaube, der kommt irgendwie egal, am 17. Februar. Du scheinst unbedingt denselben Weg einschlagen zu wollen wie dein Bruder. Hm. Was für ein Jammer. So süß, der Kleine. Ja. 6 Jahre ist es her, Leute. Guckt euch das Let's Play vor 6 Jahren an. Guckt es euch an, wie lange es schon her ist. Da ist unser Bruder. Sam. Ich komme, Sam. Boah, die Instrumente, die Soundtracks machen das Spiel einfach auch so geil. Genau wie bei Last of Us. Die Musik ist bei Spielen und Filmen so entscheidend. Kapitel 1, die Verlockung des Abenteuers. Ich seh dich. The Loof of Adventure. Boah, geil, Alter. Sorry, dass ich gerade... Ich kann einfach nicht mehr. Genießt einfach den Moment. Genießt diesen Moment. Ziemlich rutschig. Wahnsinn. Wahnsinn. Was soll ich sagen? Boah, guckt euch mal die Pfützen an, Alter. Junge, wie geil die Grafik bitte ist, ne? Richtig stark. Richtig stark. Man kann es auch auf 4K spielen, Leute. Ich habe aber leider keinen 4K-Monitor, sonst hätte ich das auf 4K gespielt. Aber in 4K ist das nicht in 60 FPS. Das ist jetzt in 60 FPS. Man kann hier gucken, ich kann euch das mal zeigen. Spiel, es gibt hier verschiedene Modis, die ihr einstellen könnt. Und zwar ist es bei Anzeige. Es gibt hier nämlich einmal Leistungsmodus und Wiedergabetreue 4K. Aber
4K kann ich leider nicht zocken. Ich glaube, das würdet ihr auch nicht sehen können auf YouTube wegen meiner Game Capture Card. Aber ja, so reicht vollkommen. Wir haben das damals gar nicht in 60 FPS zocken können. Leise. Ganz leise, Nathan, ganz leise. Na, gucken wir uns mal hier um erstmal. Ey, schreibt mal bitte alle in die Kommentare, die damals geschaut haben. Ich will eure Kommentare sehen. Ich habe sogar bei dem alten Let's Play gelesen, erstmal in der Quarantäne das Let's Play gönnen. Also es gibt immer noch Leute, die das Spiel jetzt noch schauen. Und jetzt könnt ihr es nochmal mit voller, geiler Grafik und Elan von mir 6 Jahre später genießen als geiles, geiles Let's Play. Es ist nicht unsere Aufgabe, solchen Jungen zu helfen. In der Zwischenzeit muss ich ein Dutzend weiterer Jungs vernachlässigen. Guck mal, der Boden. Was soll ich denn tun? Meine Meinung kennen Sie. Tja, ich bin noch nicht bereit, ihn aufzugeben. Sie müssen es einsehen. Gut, ich rede morgen mit ihm. Okay? Gute Nacht, Vater. Gute Nacht. Das heißt nichts Gutes für Nathan. Ich kann mich aber auch an vieles nicht mehr erinnern, ne? Sag ich so, wie es ist, Freunde. Das ist schon so lange her. Oh oh. Die darf mich nicht sehen, die darf mich nicht sehen. Kann sie auch gar nicht von da. Okay. Können wir weiter? Bleib geduckt. Gucken uns erstmal hier ein bisschen um, was es hier noch so Schönes gibt. Ich weiß nicht, ob wir damals uns alles reingezogen haben. Ich habe zufällig beobachtet, wie Edward mit einem von Nathans Büchern in der Luft herumgefuchtelt hat, um den Kleinen zu ärgern. Nathan hat sich sofort an Edward gestützt und den Größeren umgeworfen. Ich bin gleich hingerannt, um dazwischen zu gehen, doch da hatten sie es schon geschafft, sich gegenseitig zu schlagen. Geil, Alter. Drehen geht nicht. Okay. Okay, so, schauen wir mal weiter. Meint ihr, wir können auch hier rein? Oder lieber nicht? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt diesmal das Spiel noch gründlicher zocken als damals. Sag ich so, wie es ist. Ich will es noch gründlicher spielen als damals. Was? Ich muss zu dem Fenster. Ach so, okay. Oh oh. Na los. Ah, okay. Bewegung, geht jetzt gar nicht Schwester. Weiter. Nein. Ah. Dieser Kopf. So. Ja, ja, guck mal weiter. Guck mal, Checkers. Was guckst du da? Oha, auf Undercover macht die sich eine Gero an. Eine Zigarette macht die sich an. Auf Undercover. Ja, ja. Und will mir irgendwas erzählen von hier. Sei mal so, sei mal so. Ja, ja. Gönnt sich erstmal eine Zigarette hier am Fenster. Oh nein. Ah. Oh oh. Ah. Das gibt Ärger, junger Mann. Das wollte ich aber auch mal sehen, wie das ist, wenn man erwischt wird. Was da passiert. Das würde ich auch mal gerne sehen. Das habe ich noch nie gesehen. Ja. Guck mal da, schön versteckt. Okay, okay, okay. Dreh dich um. Schnell, 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 schnell. Hoppa. Da ist unser Bruder. Runter. Ich komme, Sam. Ich komme, ich komme, ich komme. Oh, guck mal, die Blätter und so alles hier, ey. Wahnsinn. Was für eine Detailarbeit, ey. Und das war damals schon vor 5 Jahren eine richtig kranke Grafik. Überlegt euch das mal, wie weit die damals schon waren. Wie weit die damals schon waren, Leute. Ey, ich habe Uncharted geliebt früher, ne? Deswegen, das Spiel bedeutet mir so viel, weil Teil 1, 2 und 3, die kamen 2007, 2008 und so raus. Da, wo ich noch ein kleiner Knirps war, wo ich 13 Jahre alt war. Jetzt bin ich doppelt so alt. Ich bin mit 27. Sogar, das ist mehr als das Doppelte. Überleg mal. Also da kann man schon sagen, dass man mit diesen Spielen groß geworden ist, mit Nathan Drake. Und ich habe mich so sehr damals gefreut, als der 4. Teil rausgekommen ist. Und jetzt, 6 Jahre später, nochmal mit euch zu zocken, das ist einfach, da freue ich mich 10-mal mehr, als sei ich so ehrlich, als auf San Andreas und so. Oh, das bedeutet mir so viel, dieses Game. Okay. Schön, dich zu sehen, kleiner Bruder. Was ist das? Echt jetzt? Schon wieder? Das ist nichts. Du wolltest dich doch von Ärger fernhalten. Er hat schlecht über uns geredet. Und? Er hat gesagt, Dad ist abgehauen, weil wir nutzlos sind. Und Mom ist in der Hölle, Nathan, weil... Nathan, komm. Die sagen das nur, um dich zu verletzen. Okay? Du musst lernen, darüber zu lachen. Wie du? Mach, was ich sage, nicht, was ich tue. Hier. Ich werde jetzt ein Trauergrinsen im Gesicht, ne?
Okay. Also, was machst du hier überhaupt? Wenn die Nonnen dich erwischen, rufen sie die Polizei. Ja, ich hab was für dich. Das kann nicht bis Weihnachten warten. Was? Es ist draußen. Wie war das mit dem Ärger noch? Ja, das ist deine Ausnahme. Aha. Okay. So. Wir hauen jetzt ab. Guter Sprung. Ja, wie komme ich da hoch? Komm. Hilf doch mal deinem Bruder. Boah, ich wollte auch immer einen Bruder haben, ne? Ich habe leider nie einen Bruder bekommen. Gerade ein Bruder oder Schwester wäre schon schön gewesen, ne? Ja. Ich bin Einzelkind, Leute. Wo sind alle hin? So, ist, glaube ich, schon was Cooles, einen Bruder und eine Schwester zu haben. Hier erinnere ich mich. So. Könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr vielleicht einen Untertitel haben wollt oder ob ich das so zocken soll? Einfach reinschreiben. Der einzige nette Kerl hier. Sag mir doch mal Hallo. Nee. Keine Lust auf Schuldgefühle. Soll ich das Spiel jeden Tag bringen, Leute, oder jeden zweiten Tag? Müsst ihr sagen, Chat. Chat, sage ich schon immer. Hui! Und Freunde, alle, die von damals zuschauen, ey, tut mir mal einen Gefallen, kommt auf Twitch. Ich streame seit über 4 Jahren auf Twitch. Und ich würde sehr freuen, wenn ihr da drüber kommen würdet, mich supporten würdet. Viel FIFA and Gaming TV heißt der Kanal dort. Und da bin ich so gut wie jeden Tag live. Kein Türkeil. Doch schon. Ja, das dachte ich jedenfalls. Nein, ist auch egal. Dann geht es ab nach oben. Nach oben? Einfach mir nach. Der Kletterhaken. Genau. So. Boah. Und jetzt geht's ab nach oben. Profi. Hast du das schon mal gemacht? Ein oder zweimal. Ja, ja. So bin ich auch damals ins Freibad eingebrochen, Leute. Komm schon. Du bist dran. Ja, gib her das Ding. L1 halten. Und linken Stick zum Klettern. Boah, die Schattierungen und so. Das sieht so geisteskrank aus. Und wenn es hier steht, ne? Kannst du keinem erzählen. Ich hätte so Angst, da runterzufallen, ne? Also, was der kleine Junge sich schon in dem Alter zutraut. Er ist halt Nathan, ne? Was hast du ein abenteuer, lustiger Junge. Gehst du noch mit diesem Mädchen? Ja. Weißt du? Ja, nein. Aktuell, ja, nein. Ey, schon geballert, Alter. Ach, Mann. Boah, warte mal, ich muss mir das von hier oben nochmal angucken. Guck mal, achtet mal da hinten die Häuser und so. Boah, warte mal, stopp. Guckt euch das mal an, Digga, die Großstadt hier. Alter Schwede, wie geil. Junge. Weiter geht's, Leute. Okay. Big Ben auf Wish bestellen? Ohne Mogen, kein Ruhm. Oh. Denk nicht darüber nach. Was? Du schaffst das. Junge, wie soll er das denn schaffen? Boah, das ist echt weit weg, ne? Der muss mich auffangen. Ich glaube, er fängt mich sogar auf. Komm, renn und wui! Oh mein Gott. Siehst du? Kein Problem. Ja. Echt kein Ding. Ja, kein Problem. Weiter. Folg deinem Bruder, mein Lieber. Das Problem ist, die ganze Uncharted-Musik, die ihr im Hintergrund hört, die ist leider Copyright geworden. Also, ich hoffe, dass ich an ein paar Stellen keinen Strike bekomme oder so. Deswegen muss ich auch hier sehr viel reden, Leute. Meine Güte. Hey. Ich krieg Schluck auf. Mann. Schlechter Zeitpunkt für Schluck auf. Leute, sagt, guck mal, wenn ihr gerade dieses Let's Play seht und wisst, ey, damals, ich habe das mit einem Freund geschaut, mit einem Kollegen und der hat das gern gefeiert, zeigt dem das, Digga, der wird sich sehr freuen. Weil das ist jetzt Nostalgie, Digga. Das ist Nostalgie. Ich bin ein Let's Player und ich bin ein FIFA-YouTuber. Und diese ganzen Let's Plays, die sind so in die Geschichte eingegangen des Kanals, hier sage ich so, wie es ist, von viel Gaming. Das sind einfach Story-Games, die für immer hier auf diesem Kanal bleiben werden, wo man sich auch in 10, 15 Jahren das Ganze nochmal anschauen kann und sagen kann, ey, wisst ihr noch damals... Das sind einfach wahre Erinnerungen. Das ist pure Nostalgie, Leute. Komm rüber, mein Schatz. Hui! Boah, Junge, wie der dich da festhält, ne? Eigentlich ganz schwierig, sowas. Die Frage ist jetzt, wo lang? Sam, was sagst du? Einfach mal runtertreten, den Bruder. Ey! Boah, ich dachte, ich fall grad runter. Oh oh. Jump. Also das abbricht, ne? So hoch kann ich nicht springen. Okay, geh einfach um die Ecke. Was erwartet der von mir?
denkt auch, ich bin hier Spider-Man. Oh oh, das hört sich nicht gut an. Es knattert, es knattert. Schöner Ausblick, was? Ja. Boah, guck nicht mal schlecht. Hier. Boah, guck mal die Details, Digga, die Details. Wahnsinn. Unglaublich, ne? Unglaublich, Leute. Geil, jetzt. Schon mal hier oben? Oh mein Gott, guck mal das Wasser da. Guck euch mal das Wasser an. Du kennst den Weg, oder? Mehr oder weniger. Weiter, weiter, außen rum, außen rum. Und merkt ihr, wie geflasht ich bin, Leute? Merkt ihr, wie geflasht ich bin von diesem Spiel einfach? Unglaublich, Leute. Das ist so, so eine Kindheit für mich. Schau mir zu. Es hat so eine Bedeutung, dieses Game. Oh oh. Wir müssen jetzt auf jeden Fall springen. Sorry, dass ich das so oft sage, aber ihr wisst, wenn ich etwas oft sage, dann meine ich das auch komplett ernst. Fang mich! Boah, war das knapp. Dass er sich die Schulter ausgerenkt hat. Geschafft. Ja, natürlich. Aufpassen, dass die nicht gesehen werden, ne? Hier, folge mir. Ich kann mich an vieles nicht mehr erinnern, aber ist auch gut so. Also, so grob schon, klar. Aber nicht mehr an alles zu 100%. Weißt du was? So, jetzt bist du mal dran. Was soll ich machen? Echt? Ja, echt. Ach du Scheiße, ich folge dir dann. L1, ja? Hey, stark. Okay. Dann mal los. Woo! Woohoo! Let's go. Geschafft. Okay. Nicht zu Hause nachmachen, Leute. Please, don't try this at home. Sind wir schon raus? Okay. Das ist ja, glaube ich, die Irrenanstalt hier gefühlt. Jetzt runter. Ah, die Leiter, Leiter. Ah, war hier nicht irgendwas? Stimmt, guck mal, was da unten war. Oh mein Gott, das Motorrad. Seht ihr das? Das Motorrad. Genau so. Und draußen. Okay. Sieh mal. Ja? Wow, eine 250er? 250? Was redest du da? Nein, das ist die 500 Kubik Twin. Wie krass. Ja. Die ist geklaut. Wow. Ich klauen? Ey, du solltest wissen, ich hab mich geändert. Gekauft von meinem schwer verdienten Geld. Mhm. Ja, komm. Wahrscheinlich. Einmal ein Dieb, immer ein Was? Dieb. So etwas machst du doch nur, wenn du etwas gut machen willst. Oh. Du bist ein ziemlicher Klugscheißer, weißt du das? Was hat er verbockt? Okay. Ich hab da diesen Job. Gutes Geld. Sehr oh, gutes. Die Musik, aber Digga. Ich muss eine Weile weg. Was ist eine Weile? Für ein Jahr. Höchstens ein Jahr. Und dann bin ich ruckzuck wieder da, okay? Du lässt mich hängen. Ach komm, mach's nicht so dramatisch. Was denn? Wo soll ich hin? Genug, mich da drin zu lassen? Wie kannst du mir das antun? Hey, halt. Deinem eigenen Bruder. Das Geld, das ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Was Jahren in ein paar Jahren? Nimm mich doch mit. Ich komme selbst kaum über die Runden. Ich kann helfen. Ich weiß, du findest das Waisenhaus beschissen. Wenn du wüsstest. Ja, aber es ist für dich gerade das Beste. Nein, ist es nicht. Okay. Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Das ist nicht fair. Hey. Das Leben war noch nie fair zu uns. Aber wir sind noch da. Oder? Stimmt. Tja. Weißt du, das Motorrad war nicht die einzige Überraschung. Und die nächste muss ich dir wohl verderben. Was? Ich hab Moms Kram gefunden. Alles, was Dad verkauft hat. Ich kenne den Käufer. Sagst du mir das, damit ich mich besser fühle? Nein, ich schwöre es. Wo? Ah, am anderen Ende der Stadt. Wollen wir hinfahren und das Krank. Du meinst stehlen? Es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso gehört. Das stimmt. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen. Die zwei Brüder. Nathan und Sam. Bist Wahnsinn. Du bereit? Wahnsinn. Oh ja. Erst hat... Digga.
Oh, wir sind im Knast. Wir sind im Knast hier. Prison Break. Stimmt, wo wir im Knast sind, Freunde. Stimmt. Stimmt, komm, das zeige ich euch noch hier. Prison Break, Schofield. Junge, alles dabei. Komm her. Hä? Bam, kriegst paar Bomben von mir, hä? Zack. Was lachst du so, hä? Siehst aus wie T-Bag, hä? Du Sibi. Zack. Gib dir eine Bombe. Oha. Gib dir eine Bombe. Oha. Komm her, komm her. Oh, oh. Oh, oh. Stark, Dave. Stark, muerto. Oh, oh, ey, ey! Umhalt mich! Was sind das für Schweine? Ihr hängt alle unter einer Decke, ihr Schweine! Ah, scheiße! Komm! Komm, Nathan! Oh, oh, oh! Boah! Junge! Boah! Junge, was ist ein Kampf, Alter! Komm, Nathan! Da, boah, hat er ihm die Nase gebrochen. Safe. Puh. Ja, ha? Pendejo, du bist der Pendejo. Komm her. Oh, oh. Komm her. Bam. Gringo, amigo. Die Gringos kommen. Gringo, hä? Ja, Gringo, hä? Mist. Oh, oh. Nein, nein, nein. Ausweichen. Vier. Komm, komm, komm. Komm, Nathan. Komm, Nathan. Los! Ja, was? Oh, oh. Vorsicht! Wichtig! Ja, stark! Was du Bastard, Idiot, das! Warte mal! Das war kein Kampf! Oder, Kleiner? Wir matar, Gringo, come mierda! Hey, wo bist du? Du hast genug hier vermisst! Du musst gerade wieder vor den Kulo! Solitaria! Cajalo! Du bist da esperando aquí, eh? Boah, Mann. Boah, diese Musik wieder, ne? Abre. Da war die Zeit noch schön, Alter, vor 6 Jahren. Wie lange soll ich hier drin bleiben? Wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Viel Spaß. Werde ich haben. Gracias. Wirklich einfach Prison Break hier noch mit dabei, ey. Boah, was ist das für ein Zimmer? Nicht mal ein Bett, gar nichts. Heftig, Alter. Jetzt einfach auf dem Boden schlafen, ne? Einfach auf dem Boden. Steh auf. Oh Mann, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Ey. Schon gut. Langsam. Ah. Ja, ein höllischer Ort. Kapitel Nummer 2. Und damit würde ich sagen, Freunde, wir haben das erste Kapitel beendet und machen weiter beim nächsten Kapitel morgen oder übermorgen. Lasst euch überraschen, Freunde. Lasst einen dicken Daumen nach oben. Ich will die 10.000 Likes von euch sehen auf der ersten Folge. Es ist so ein Nostalgie-Moment für mich. Einfach nur sprachlos. Ich bin wirklich sprachlos. Es hat so einen Spaß gerade gemacht, diese Folge für euch aufzunehmen. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Ich will am liebsten gar nicht aufhören. Das Gute ist, ich bin ja nächste Woche weg und muss das Video vorproduzieren. Das heißt, ich kann schön das Game zocken, jeden in einer Nacht komplett durchzocken gefühlt, weil ich vorproduzieren muss. Deswegen, lasst einen Daumen nach oben da, zeigt es euren Freunden, die es damals geschaut haben. Und wenn ihr es gerade zum ersten Mal seht, schreibt mir in die Kommentare, wie findet ihr es. Also es wird noch einiges Krasses kommen. Es ist einfach von den Machern von Last of Us. Und danke auch nochmal an Sony, die mir den Key zugeschickt haben. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Ernesto verabschiedet sich. Haut rein. Ciao.